Ich bin selbst etwas verwirrt. Konzentrieren wir uns vorerst wieder auf den goldenen Apfel. Ich schlage vor, wir folgen unseren Hinweisen und gehen zum Turm. Sehen wir uns nochmal die Sackgasse an. Oh Mann, ich glaube, das wird doch noch einiges um einiges länger gehen. Bla bla bla. Ungebetene Gast. Jo, ist richtig. So, was haben wir denn hier? Ups. Was war das gerade? Was hat dieses L zu bedeuten? So, kann der uns wieder was Neues geben? Bitte, ein Rätsel. Würden Sie mir bitte blablabla, ist natürlich, ja klar. Und die, die hat bestimmt auch nichts mitbekommen. Ich bin schockiert, schockiert. Wer hätte gedacht, dass wir einen Hochstapler unter uns hatten? Ich hatte keine Ahnung. Aber Sie haben ihn durchschaut, Professor. Ich bin von Ihrem Scharfsinn sehr beeindruckt. Wenn Sie nun Ihre Fähigkeiten einsetzen würden, um weiter nach dem goldenen Apfel zu suchen. Es wäre mir ein Vergnügen, Baronin. Frau Baronin, geht es Ihnen gut? Sie sehen etwas blass aus. Ich erwachte heute Morgen mit Erinnerung an einen überaus eigenartigen Traum. Darin hatten mein Mann und ich gerade ein Baby bekommen, ein Mädchen. Oh, wie süß sie war. Im nächsten Augenblick befand ich mich plötzlich in einem Park, Hand in Hand, mit meiner Tochter. Mit Ihrer Tochter, sagen Sie? Warum sollte jemand so etwas Dummes träumen? Ich muss von den Ereignissen sehr erschöpft sein. Professor Layton, ich fühle mich nicht besonders gut. Ich werde mich etwas hinlegen. Was hat denn die Baronin? Sie hat geträumt, mit ihrer Tochter im Park spazieren zu gehen. Wie merkwürdig, dass sie ausgerechnet so etwas träumt. Richtig. Ich komm da doch wieder rein. Mal gucken, was da so ist. So, komm. Denk nach. Sag uns was. Ich muss meine Gedanken sammeln, Professor. Würden Sie mich bitte eine Weile allein lassen? Ja, ja. Sonst ist hier nix. Oh, was ist da? Nee, Vorhang will ich nicht. Und am Bett? Nö, nischt. Okay, dann gehe ich. So. 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 Na komm, mach hin. Weiter geht's. Villa Reynold. Und der hat bestimmt nichts für mich. Würde ich jetzt schätzen. Geh zum Turm, mach ich doch. Blindpese ist bestimmt auch wieder ohne irgendwas. So, also einfach hin und wenn Rätsel übrig bleiben, naja, das ist mir ehrlich gesagt wirklich egal. Dann Pech. So. Außer vielleicht bei den Leuten, an denen ich eh vorbeikomme, kann ich ja mal nachfragen. Und zumindest bei dem da. Bla, okay, wieder dieses Meta-Angebot, das ist sehr, das ist ein doofer Witz, echt. Langsam wird er eklig. Auch die wieder, die hat bestimmt ein Kartenrätsel für uns. Ja, komm, gib her. Gnihihi, ich hätte da noch ein Rätsel für euch. Bestimmt wollt ihr es hören, nicht wahr? Tut mir leid, werte Dame, aber wir haben es gerade eilig. Gnihihi, papalapap, jetzt mach endlich. Tja, ist halt nichts. So, würfel die 3. Okay, mach ich. Beim Würfeln liegt die Wahrscheinlichkeit, eine 3 zu würfeln, bei 1 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit, 2 Dreien nacheinander zu würfeln, beträgt 1 36. Jep, richtig. Nehmen wir an, dass du bereits 3-mal hintereinander eine 3 gewürfelt hast. Die Chance beim nächsten Mal wieder eine 3 zu würfeln, liegt bei 1 zu wie viel? Das ist jetzt nicht wahr gewesen, oder? Ja, klar. Ich meine, wenn die anderen schon gewürfelt waren, naja, dann ist es ganz klar. Es gibt zwar dieses Gesetz der großen Zahlen und sowas. Also je öfter was zum Beispiel nicht passiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwann mal passiert. Aber es ist immer die gleiche Wahrscheinlichkeit eigentlich. Andererseits, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Arbeit, oder nee, wenn ich jetzt in der Schule immer mal wieder 5 kriegen würde, dann würde das wahrscheinlich auch nicht die Wahrscheinlichkeit steigern, dass ich mal auf einmal eine 1 kriege. Aber das ist jetzt was anderes. Das ist eine Sackgasse, eindeutig. Ob hier wohl irgendwo ein anderer Weg in den Turm versteckt ist. Nein, ich würde sagen, wir sind hier genau richtig, Luke. Was, wie meinen Sie das? Sieh mal, Luke, hier ist eine kleine Vertiefung in der Wand und so weiter und so weiter. Oh, die kleine, die sieht man doch gar nicht. Oh, dann ist das also... Ja, diese Vertiefung ist eindeutig das, was auf Baron Reinholds Skizze an Archibald abgebildet war.
Ich wette, wenn wir den Schlüssel da hineinstecken und ihn drehen, dann passiert was, ey. Dann, boah, es passt. Jetzt geht's richtig übel auf. Oh, alter Schwede. Alter. Ist das krank. Und da kommt eine Tür zum Vorschein. Muahaha. Und hier sind bestimmt irgendwo Hinweismünzen. So. Ui. Das hatte ich erwartet. Also dann, Luke, hinein mit uns. So, Geheimnis des Turms. Endlich, der Weg zum Turm ist frei. Erklimme den Turm und löse das Geheimnis. Ha. Was ist das L? Was bedeutet dieses L? Ich weiß es nicht, was dieses L bedeutet. Wahrscheinlich, ach so, dass ich alles auf Anhieb geschafft habe, ohne zu verkacken vielleicht. Wäre ja ein Ding. Das wäre für mich ja ein Unding. Wenn es sowas auch gäbe. Hm, hier gibt es anscheinend nichts. Schade. Na, dann gehen wir mal vor. Ja, okay. Es hätte wahrscheinlich doch was gegeben. Bitte lass es nicht. Ich habe eine Ahnung, was gleich passiert. Hm. Ja, 75 haben wir. So, ich dachte. Ich dachte, jetzt kommt was, so ein Schieberätsel wieder, wegen dem Türschloss. Ich finde es hier unheimlich. Außerdem ist es so düster, da sieht man ja gar... Hm. Na sowas. Ups. Hoppala, sitze einfach mal durch den Boden gefallen. Kann ja auch mal passieren. Und, was ist hier los? Na los, weiter. Autsch, mein Kopf. Luke, ist alles in Ordnung? Mein Junge, hast du dich verletzt? Keine Sorge, Professor, mir geht's gut. Und Ihnen? Mir ist nichts passiert, was ein heißes Bad nicht lindern könnte. Aber wo sind wir eigentlich? Oh, schick. Dieser Raum ist bis zur Decke vollgestopft mit Maschinen. Und hier haben wir wieder dieses komische Zeichen auf dem Zahnrad. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wofür ist die wohl gut sind? Hm. Was um alles in der Welt? Professor, sehen Sie mal, dort an der Wand. Du lieber Himmel. Oh. Auf dieser Armatur sind Bilder von allen Leuten in St. Mystère. Und was ist das? Hier hängen lauter Schlüssel mit den Namen der Dorfbewohner. Professor, was ist, wenn von hier aus jemand ganz St. Mystère überwacht? Hm. Sehen Sie mal, da ist eine Treppe. Lassen Sie uns rasch verschwinden. Mir ist einfach unheimlich... Ach, was weiß ich... Ja, du hast recht, Luke. Lass uns lieber gehen. Ich will aber nicht gehen. Ich will was finden. Ah, da ist ein Hund. Na los, Fuffi. Hast du was gefunden? Nee, hat er nicht. Was ist da also? Ich will nicht rausgehen. Ich will weiter. Manu. Turmkeller. Ach so, ja, wir können ja jetzt nach oben. Ah. Was geht denn hier vor? Hä? Grrr. Ihr schon wieder. Was tut ihr hier? Was habt ihr vor? Moment mal, wovon reden Sie überhaupt, mein Herr? Ich wusste es. Ihr seid hier, um meine Geheimnisse zu stehlen. Ich war, nicht wahr? Tut nicht so unschuldig. Ich sehe es euch doch an. Denkt nicht, ich hätte euch nicht genau im Auge. Ihr zwei habt schon das ganze Dorf auf den Kopf gestellt und mir meine Arbeit erschwert. Mir reicht's. Gebt mir Nummer 38 zurück, sonst gibt's Ärger. So beruhigen Sie sich doch. Hören Sie... uns doch einen Moment zu. Wir wollten ihnen keineswegs im Weg stehen. Wir sind lediglich auf der Suche nach dem goldenen Apfel. Ich glaube, Nummer 38 ist entweder ein Roboter oder eins der Rätsel. Wir wissen überhaupt nichts über diese Nummer 38 von der... Oh! Dem goldenen Apfel. Wie, ihr beide seid also wirklich auf der Suche nach dem goldenen Apfel? So ist es. Wissen Sie vielleicht etwas, das uns weiterhelfen könnte? Aha, aha, so ist das also. Na, wenn es wirklich das ist, was ihr sucht... Das, was ihr sucht, wartet ganz oben in diesem Turm auf euch. Aber seht euch vor, denn die Rätsel in diesem Turm sind schwieriger zu knacken als eine Nuss aus Granit. Ihr habt zwar einen guten Ruf, was das Rätsellösen angeht, aber ob ihr wirklich damit fertig werdet? Wieso verraten Sie uns sowas? Bestimmt wollen Sie uns nur in eine Falle locken. Hmph, und was hätte ich davon, euch in eine Falle tappen zu lassen? Abgesehen davon ist meine Pflicht, denjenigen zu helfen, die den goldenen Apfel suchen. Ich war zwar etwas verwirrt, weil ein Störenfried mir Scherereien bereitete,
Aber jetzt ist mir alles klar. Mit dem Halunken habt ihr beide nichts zu tun. Wenn es ihre Pflicht ist, uns zu helfen, verraten sie uns dann auch das Geheimnis von Sankt Mister? Na gut. Ich heiße Bruno. Ich arbeite für die Familie Reinhold. Ich regle das Leben in Sankt Mister schon seit einiger Zeit von diesem Turm aus. Das Leben in Sankt Mister? Sie regeln das Leben seiner Bewohner, richtig? Wovon um alles in der Welt reden sie beide eigentlich? Dir ist es doch sicher auch aufgefallen, Luke. Erinnerst du dich an die Zahnräder, die wir gefunden haben? Und an all die Schlüssel im Kerker des Turms? Ach, wahrscheinlich musst du... Hä? Moment mal. Alle Einwohner von Sankt Mister sind Roboter und Bruno, dieser Herr hier, hat sie erbaut. Richtig. Was soll das denn heißen? Alle Einwohner sind Roboter? Anders gesagt, die Einwohner von Sankt Mister sind keine Menschen, sondern hochentwickelte Puppen. Sie sind Roboter, mein Junge.